Meine Damen und Herren, können wir weitermachen? Gut, dann rufe ich auf den Punkt 49, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Berichterstatter ist der Kollege Ernst Ewald Roth. Sei so lieb, auf heute noch einmal. Ja, macht nur langsam. Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Da heißt die Beschlussempfehlung wie folgt. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimme der Fraktion der FDP, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert abzulehnen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Erster ist gemeldet hat der Kollege Decker, SPD-Fraktion. Oder wohl zu? Also, einig durch, der Kollege Lenders hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich höre natürlich immer auf das Wort des Präsidenten. Von daher bleibe ich dann fleißig erst einmal sitzen. Aber, meine Damen und Herren, die Frage, ob wir bei den verkaufsoffenen Sonntagen in Hessen eine Änderung der Rechtsgrundlage vornehmen wollen, begleitet uns ungefähr jetzt ein Jahr. Es hat angefangen in der Stadt Darmstadt, wo wir auf ein Gerichtsurteil eben aufmerksam gemacht worden sind und aus unserer Sicht eben Handlungsbedarf besteht. In dieser Zeit wurde uns dann seitens der Landesregierung nur gerne noch klargemacht, es wäre dann doch eher ein einzelnes Problem. Man müsste dann doch im Prinzip doch nur die Anträge richtig stellen. Staatsminister Grüttner hat das auch hier an dem Pult auch schon gemacht, dass er gesagt hat, naja, die Kommunen, wenn die so etwas genehmigen, müssten sie sich auch einmal fragen, ob sie die Rechtsgrundlage wirklich verstanden haben. Und dann wären sie halt dann selber schuld, wenn sie ein Gerichtsurteil kassieren. Meine Damen und Herren, mittlerweile haben wir nicht nur Darmstadt, wir haben eine ähnliche Situation in Frankfurt. Wir haben die Stadt Weiterstadt, wir haben Bad Soden, in Offenbach, Neu-Isenburg, alleine im Bereich der Bergstraße, meine Damen und Herren, von ehemals 46 verkaufsoffenen Sonntagen gibt es jetzt noch 21. Wer jetzt glaubt, dass das immer nur, ich sag mal, das Gesetz nicht richtig gelesen worden ist, wer jetzt glaubt, das wäre nicht ein grundlegendes Problem, das man einfach so wegschieben könnte, der hat wirklich die Realität noch nicht verstanden. Das, was ich so bedauerlich finde, ist, dass, obwohl wir versucht haben, auf die Fraktionen zuzugehen, den eigenen Gesetzentwurf geändert haben, obwohl wir in der Anhörung nicht nur von der kommunalen Familie, sondern auch vor allen Dingen auch seitens des Handels von den Unternehmerverbänden aufgefordert worden sind, wirklich etwas zu ändern, und dass die meisten gesagt haben, jawohl, der Gesetzentwurf der FDP ist die richtige Grundlage dafür, waren keinerlei Bewegungen bei Ihnen zu spüren. Auch alle die wir angesprochen haben, ob wir auf sie zugegangen sind oder nicht. Ich glaube, wir haben wirklich lange versucht, einen Konsens hier herzustellen. Das ist uns nicht gelungen, was ich sehr bedauere. Meine Damen und Herren, was Sie zu verantworten haben und was die Linksfraktion hier so fleißig beklatscht, ist am Ende auch eine Frage, wie wir mit dem innerstädtischen Einzelhandel gedenken, umzugehen.
Der innerstädtische Einzelhandel, der jetzt vor allen Dingen davon betroffen ist, dass er auch überhaupt keine Planungs- und Rechtsgrundlage mehr hat, dass auch die ausführenden Genehmigungsbehörden überhaupt nicht mehr wissen, nach was sie urteilen sollen, dass sie einfach mit ihrem Engagement auch zurückstecken. Der innerstädtische Einzelhandel, das, was wir hier erlebt haben, ist nicht nur mit Kosten verbunden in erheblichem Umfang. Das, was ich so sehr bedauere, ist, dass es auch viele Menschen sind, die sich wirklich für ihren Standort eingesetzt haben, dafür, dass Innenstädte attraktiv bleiben, die da keinen müden Euro für bekommen haben, teilweise ein hohes wirtschaftliches Risiko eingegangen sind und jetzt dann quasi sozusagen davor stehen, dass die Landesregierung sie aber in ihren Bemühungen in keinster Weise unterstützt. Es ist Ihre Verantwortung von seitens CDU und GRÜNE, dass Mitarbeiter, die gerne solch eine Gelegenheit gehabt haben, um auch an einem Sonntag mehr Geld zu verdienen, die die Gelegenheit gerne wahrgenommen haben, um ihren Einzelhandelsbetrieb auch den Rücken zu stärken in einem sehr schwierigen Umfeld, was vor allen Dingen den Internethandel anbelangt, irgendwo diese Standorte noch mit abzusichern. Das sind Menschen, die sich auch mit ihrem Unternehmen identifizieren und das maximal viermal im Jahr vielleicht in Kauf genommen haben. Die Verantwortung müssen Sie jetzt tragen, dass das viele Arbeitsplätze kosten wird und dass das durchaus das Sterben zumindest im mittelständischen Einzelhandel in den Innenstädten weiter vorangetrieben wird. Meine Damen und Herren, dafür brauchten wir eigentlich keine Evaluierung des aktuellen Ladenschlussgesetzes. Das hätten wir sofort haben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Decker, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn meine Buchführung stimmt, dann ist Ihr Antrag auf Änderung des Ladenöffnungsgesetzes, glaube ich, sogar schon anderthalb Jahre hier im parlamentarischen Geschäftsgang. Ich glaube, der erste Antrag datiert aus dem Dezember 2014. Und seit anderthalb Jahren stellen wir in mehreren Runden immer wieder fest, dass es hierfür in diesem Hause keine Mehrheiten gibt. Und deshalb ist es dann auch folgerichtig, wenn wir den Laden heute in dritter Lesung hier zumachen, meine Damen und Herren. Die Argumente sind ausgetauscht. Wir haben die Diskussion über das Für und Wider, Kollege Lenders, bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir haben die Diskussion über das Für und Wider in vielen Runden sehr ausführlich diskutiert und auch sehr ernsthaft diskutiert. Das war dem Thema auch angemessen, Kollege Lenders. Das war dem Thema angemessen. Und wir wollen auch durchaus anerkennen, dass die FDP-Fraktion den Versuch unternommen hat, den Gesetzentwurf zu entschärfen und jetzt nur den Anlassbezug zu streichen. Es hat aber, meine Damen und Herren, triftige Gründe gegeben für die SPD-Fraktion, übrigens auch für die übrigen Fraktionen im Hause, dennoch nicht zuzustimmen. Und, Kollege Rentsch, wir haben uns darüber auch sehr sachlich bereits ausgetauscht. Wir sind mit unterschiedlicher Meinung auseinandergegangen, aber wir haben das versucht, sehr ruhig und sachlich zu machen. Und aus Sicht der SPD-Fraktion gibt es mehrere Gründe, das bestehende Gesetz beizubehalten und keine Streichung des Anlassbezugs vorzunehmen. Erstens, weil wir uns noch immer und auch in Zukunft den Interessen der Beschäftigten verpflichtet fühlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil wir uns auch den Interessen der Vereine und der Kirchen mit ihrem berechtigten Bedürfnis nach sonntäglicher Ruhe verpflichtet fühlen, meine Damen und Herren. Und zweitens, ein sehr gewichtiger Grund, der mindestens genauso wichtig ist, wir haben aufgrund der klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts große rechtliche Bedenken gegen eine solche Gesetzesänderung. Denn das Gericht, und das wissen Sie alle hier im Haus, macht deutlich, dass in Artikel 140 verankerte Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit so bedeutsam ist, dass es nicht ohne bestimmten Grund aufgehoben werden kann, meine Damen und Herren. Insofern halten wir den Wegfall eines konkreten Ereignisses für die sonntägliche Öffnung auch für wenig geeignet, den innerstädtischen Einzelhandel wirksam zu unterstützen. Und, Kollege Lenders, Sie haben das Ladensterben völlig zu Recht beschrieben in bestimmten Regionen, gerade in den mittleren Regionen. Nur das hat andere Gründe. Das hat weiß Gott andere Gründe als den, als dass wir jetzt hier nicht die weitere Öffnung an Sonntagen genehmigen würden, meine verehrten Damen und Herren. Und die liegen ganz woanders, und die werden wir damit nicht verhindern oder auch nicht verbessern.
Und im Übrigen will ich auch noch einmal darauf hinweisen, das haben wir auch bilateral schon einmal besprochen, dass es Marketingfachleute gibt, die sagen, um Gottes Willen, lasst den Anlass nicht wegfallen, sonst beraubt ihr uns der Attraktion dieser freien Sonntage, wo wir den Laden aufmachen, nämlich maximal viermal im Jahr. Also man kann an der Stelle auch das Kind mit dem Bade ausschütten. Und ich will Ihnen auch einmal, weil wir reden jetzt immer nur von den Fällen, wo ein Gericht einen Antrag abgelehnt hat. Es gibt auch ganz viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Ich will Ihnen einmal aus der Heimatstadt Kassel erzählen, zwei Beispiele, wo es immer funktioniert. Das ist zum Beispiel das Frühlingserwachen auf dem Königsplatz und es ist die Kasseler Freiheit auf dem Friedrichsplatz. Und das ist inzwischen schon traditionell und da gibt es weder mit Kirchen noch mit Gewerkschaften irgendwelche Probleme, um eine Genehmigung hier für den Einzelhandel zu erzielen. Es gibt ein weiteres festes Event, das ist im Bereich des Dezes und es gibt einen im Bereich des Gewerbegebietes in Waldau. Und seitdem wir das klar geregelt haben, haben wir Ruhe. Es ist doch ein Problem, wenn in Frankfurt das daneben gegangen ist, aber doch nicht unbedingt ein Problem des Gesetzes, sondern weil offensichtlich hier im Vorhinein Dinge besprochen worden sind und genehmigt worden sind, die vor Gericht nicht standhalten. Das heißt, es ist auch die Aufgabe, vor Ort zu reden darüber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und insofern sagen wir, es gibt auch für uns keinen gesellschaftlichen Konsens derzeit für eine Änderung des Gesetzes. Und bei dieser Gelegenheit, wenn ich schon hier vorne stehe, will ich auch noch einmal auf den Vorschlag der Fraktion der GRÜNEN eingehen, der vor einigen Wochen plötzlich durch die Medien geisterte. Ich habe davon nichts mehr gehört. Aber er war aus unserer Sicht alles andere als ein tauglicher Kompromissvorschlag. Und völlig zu Recht hat die Allianz für den Sonntag auch kritisiert, dass der Vorschlag, die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage von 4 auf 3 zu reduzieren und im Übrigen die Entscheidung auf die örtliche Ebene zu verlagern, keine Lösung ist. Und in der Tat, die Kirchen und die Gewerkschaften sind keine Genehmigungsinstanz und sie sind auch keine Verhandlungspartner. Das muss nach wie vor in den Kommunen funktionieren, und zwar in Absprache mit allen Akteuren. Und wenn das vernünftig gemacht wird, dann funktioniert das auch an der Stelle. Also insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, hat Ihr Vorschlag da für mehr Verwirrung gesorgt, als dass er in der Sache geholfen hätte. Also ein Schuss in den Ofen, kann man auch so sagen. Aber gut, jeder kann da mal sein Glück versuchen an der Stelle. Wir gehen davon aus, dass Sie das eingestampft haben, diesen Vorschlag. Und ich sage zum Schluss, das Thema ist aus unserer Sicht zumindest erst einmal mit dem heutigen Tage beendet. Aber es wird sicherlich wiederkommen. Der Minister hat, glaube ich, in einer der letzten Runden zu Recht darauf hingewiesen, dass in 2019 eine Evaluierung ansteht des Gesetzes ansteht. Und wenn der Wähler es so will und die Wählerin und wir uns dann in dieser Runde wieder so treffen, dann werden wir das Thema sicherlich gemeinsam miteinander besprechen, und zwar genauso ernsthaft, wie wir das jetzt auch getan haben. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Decker. Das Wort hat der Abg. Dr. Ralf-Norbert Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem gültigen Hessischen Ladenöffnungsgesetz können Gemeinden an 4 Sonn- oder Feiertagen verkaufsoffene Sonn- und Feiertage genehmigen, wenn ein besonderer Anlass festgestellt wird. Diese Ausnahme kann nicht betriebswirtschaftlich begründet sein. Der Änderungswunsch im vorliegenden Gesetzentwurf der FDP ist im Wesentlichen, diesen Anlassbezug zu streichen. Wir hingegen wollen am Anlassbezug festhalten, weil der arbeitsfreie Sonntag eine Grundlage unserer Kultur ist, weil hierüber gesellschaftlicher Konsens besteht und weil dieser Sonntagsschutz auch einen Verfassungsrang hat. Das Bundesverfassungsgericht hat bei Prüfung von Ladenöffnungsgesetzen anderer Bundesländer klar festgestellt, dass die Regel ist, die Geschäfte sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Der verkaufsoffene Sonn- oder Feiertag ist eine Ausnahme, die gesetzlich definiert werden muss. Zu dem Gesetzentwurf der FDP wurde nun eine Anhörung durchgeführt. Und da war nun unsere Wahrnehmung der Anhörung eine etwas andere als diejenige von Ihnen, sehr geehrter Herr Lenders. Zumindest war nun die Äußerung, dass die Kommunen und der Einzelhandel ihren Gesetzentwurf befürwortet hätte, zumindest etwas undifferenziert wahrgenommen, um das freundschaftlich und vorsichtig auszudrücken. Von besonderem Interesse waren für uns, wie immer,
die Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände. Ich zitiere der Einfachheit halber den Hessischen Landkreistag, Schreiben vom 9.04.15, Zitat, insgesamt wird der Gesetzentwurf als nicht zielführend betrachtet, Punkt. Denn es besteht Einigkeit dahingehend, dass der Schutz der Sonn- und Feiertage auch weiterhin bestehen bleiben muss und nur in Ausnahmefällen aufgehoben werden darf. Die Erfordernis des Sonderereignisses, also Anlassbezug, wird deshalb auch weiterhin als sinnvoll angesehen. Dies gibt die Meinung der kommunalen Familie zusammenfassend, wie ich meine, treffend wieder, meine Damen und Herren. Städte und Gemeindebund sehen das dem Grunde nach auch so. Sie beklagen allerdings Unsicherheit im Genehmigungsverfahren. Dies wäre aber nun keine Begründung, dem Anliegen des vorliegenden Gesetzentwurfs zuzustimmen. Vielmehr werden die Erfahrungen aus den Gerichtsentscheidungen und die aktuellen Hilfestellungen des Sozialministeriums an die Kommunalen Spitzenverbände, wie der Anlassbezug in der Praxis zu bewerten sind, bei den Kommunen Rechtssicherheit schaffen. Ich bin sicher, dass hier auch die Folgen der Urteile, die kurzfristig dann dem Veranstalter zugegangen sind, hier abnehmen werden. Es wird Rechtssicherheit geschaffen, und durch einen eindeutigen Beschluss dieses Landtages, in dem wir den Gesetzentwurf der FDP ablehnen, wird diese Rechtssicherheit auch gestärkt. Meine Damen und Herren, dies spricht alles dafür, die Erfahrungen zu sammeln, das Evaluierungsverfahren im Jahre 2018 durchzuführen und dann gegebenenfalls das Hessische Ladenöffnungsgesetz weiterzuentwickeln. Es ist ja auch keineswegs so, dass nun im Einzelhandel die allgemeine Stimmung ist, man müsse diesen Anlassbezug streichen. Es gibt einige, die das wünschen, aber gerade die kleineren Einzelhändler in den Stadtteilen, in kleineren Gemeinden, die sagen sehr häufig, macht so etwas bloß nicht, denn wir würden gar nicht das Personal finden, das wir an den Sonntagen aufmachen könnten, und dies wäre dann eine weitere Zentralisierung im Bereich der Verkäufe des Einzelhandels. Das hätte natürlich auch entsprechende Folgen auf die Strukturen. Meine Damen und Herren, wir werden bei der Evaluierung alle Gesichtspunkte sorgfältig prüfen und einen gesellschaftlichen Konsens bei der Weiterentwicklung des Ladenöffnungsgesetzes anstreben. Das werden wir auch hinkriegen. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartel. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Danke, danke. Vielen Dank für den Hinweis. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die FDP versucht heute zum wiederholten Male, ihre Klientelpolitik bei den Sonntagsöffnungen durchzusetzen. Herr Lenders, ich hatte Sie ja schon in der Debatte am 21. April auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Kassel zum 5. April 2016 zur Untersuchung der Ladenöffnungszeiten am Sonntag, den 10. April in Frankfurt, hingewiesen. Diese Entscheidung sowie die danach ergangenen weiteren Entscheidungen, Sie haben ja auch das angesprochen, der Verwaltungsgerichte zu Sonntagsöffnungen z.B. in Weiderstadt, in Offenbach, in Neu-Isenburg und anderen, erging in Anbetracht der klaren Rechtslage, die durch das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 01.12.2009 und des Bundesverwaltungsgerichts mit seiner Entscheidung vom 11.11.2015 ergangen ist. Das ist im Übrigen die Schlüsselentscheidung, auf die sich mittlerweile alles bezieht. Danach ist die Voraussetzung für eine Sonntagsöffnung unter anderem, dass ein auch ohne die Sonntagsöffnung stattfindendes Ereignis, in Frankfurt war das die Musikmesse,
für alle Bereiche, in denen die Öffnung gestattet wird, prägend ist. Im Falle Frankfurt hat nämlich insbesondere der VGH festgestellt, dass es nicht rechtens ist, wenn in den großen Einkaufszentren weit ab vom Messegelände, also z.B. in der Nordweststadt, verkaufsoffen ist wegen der Messe. Das ist eigentlich auch logisch. Die Gewerkschaft Verdi und die Kirchen haben in dieser langjährigen Auseinandersetzung endlich dem bestehenden Verfassungsrecht zum Durchbruch verholfen. In Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung heißt es nämlich, ich zitiere, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Und Erhebung heißt. Erhebung oder Erbauung? Erhebung. So. Ich kann ja nichts für das, ich kann ja nichts für den altertümlichen Text. So. Also, ich finde, wir sollten an dieser Stelle in der Tat den Gewerkschaften und den Kirchen dafür danken, dass sie hier für Rechtsklarheit gesorgt haben. Eine ähnliche Regelung, meine Damen und Herren, findet sich übrigens auch in Artikel 31 der Hessischen Verfassung. Lesen Sie es einmal nach. Sie von der FDP wollen nun, dass die Kriterien für die Zulassung der Sonntagsöffnung auf der Grundlage von § 6 Absatz 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes, die ja jetzt endlich durch zahlreiche Gerichtsentscheidungen definiert und abgegrenzt werden, zugunsten der großen Einzelhandelsketten geändert werden, weil nur die haben ein Interesse, ein massives Interesse an Sonntagsöffnung. So, und genau das, meine Damen und Herren von der FDP, wollen wir nicht. Mit der jetzigen Rechtsprechung gibt es in allen Städten und Gemeinden erstmals Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, die jetzt auch ernst genommen werden muss. Da also Rechtsklarheit besteht, besteht überhaupt keine Notwendigkeit, den Anlassbezug, so wie Sie es von der FDP wollen, aus dem Gesetz zu streichen. Ein Gesetz, das auf einen Anlassbezug für Sonntagsöffnungen generell verzichten würde, wäre meiner Meinung nach auch eindeutig verfassungswidrig und würde vom Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit in absehbarer Zeit wieder einkassiert. Und deshalb werden wir gegen Ihren Gesetzentwurf stimmen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, wir wiederholen eine Diskussion, die in der Tat schon mehrere Monate hier wogt und jetzt tatsächlich in der dritten Lesung zumindest kurz- und mittelfristig ihr Ende finden wird. Wir haben in der Gesellschaft zwei Pole. Wir haben zum einen eine Menge Menschen, die es sehr angenehm empfinden, sonntags einkaufen zu gehen mit ihren Familien, aber wahrscheinlich nicht genug darüber nachdenken, welche Folgen das hat für die Menschen, die dort arbeiten, und wiederum deren Familien. Auf der einen Seite also diese Gruppe von Menschen, auf der anderen Seite haben wir natürlich sowohl das Verfassungsrecht als auch die Urteile als auch natürlich die Interessen der Menschen, die dort arbeiten müssen. Und das Ganze sind zwei Pole, die einfach nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Und da gilt es in solchen Situationen tatsächlich, sich selbst eine klare Linie zu geben, was man wirklich will und welche Prioritäten man setzt. Und für uns Grüne ist klar, dass der Sonntag tatsächlich der Erholung dient, der seelischen Erbauung oder Erhebung, wie der Kollege Schaus das sagt. Der Sonntag ist und bleibt und muss auch so sein, geschützt bleiben, und die Priorität dieses Schutzes muss alles andere untergeordnet werden. Wir haben mit allen Leuten auch gesprochen, mit den Fragen, mit der IHK haben wir gesprochen, mit den Geschäftsleuten, die sonntags was machen wollen. Es ist in der Tat wirtschaftlich auch zweifelhaft, ob die gewünschten Effekte durch Sonntagsöffnungen erzielt werden können. Die Konkurrenz des Internethandels lässt sich garantiert nicht mit wenigen Sonntagsöffnungen entgegenwirken. Die Attraktivität der Innenstädte ist nicht davon abhängig, dass man einmal sonntags ein schönes Event im Jahr hat, sondern ist davon abhängig, ob tatsächlich nicht nur anonyme Ladenketten dort sind oder tatsächlich auch attraktive Angebote sind. Das Ganze lässt sich nicht so einfach darstellen, wie es gerne die IHK tun und die Geschäftsleute.
Das ist natürlich sicherlich, und dabei bleibt, viele von den Familien genießen das als ein schönes Event, wenn man mal sonntags dahin geht. Und es mag auch unbenommen sein, dafür möchte ich auch nicht kritisieren. Viele sagen, können wir mal in Ruhe flanieren. Aber es ist eben nicht so leicht, dass man immer wieder sagen kann im Leben, nur weil mir mal was gerade Schönes und weil wir es genießen, sonntags da durch die Shopping zu flanieren. Deswegen hat es trotzdem politische Folgen, es hat soziale Folgen, und die gilt es abzuwägen. Und diese Abwägung haben wir gesagt, wir stehen selbstverständlich auf der Seite des Gesetzes und der Verfassung. Wir wollen keine weiteren zusätzlichen Sonntagsöffnungszeiten und damit auch keinen Wegfall des Anlassbezugs. Nun kommt der letzte Punkt. Wie das so ist manchmal in schwierigen Situationen, wenn man zwei sehr stark polarisierte inhaltliche gesellschaftlichen Gruppen hat, finde ich es klug zu überlegen, ob man nicht tatsächlich einen Kompromiss findet. Und mein Kollege Wagner und auch die Grünen im Landtag haben tatsächlich sich erlaubt, sie haben das als Kollege Decker als einen Schuss in den Ofen bezeichnet. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das ein Schuss in den Ofen werden wird. Kurzfristig ja, weil auch die Allianz für den Schutz für den Sonntag gesagt haben, sie haben da gar kein Interesse dran, auch die Gewerkschaften nicht. Ich glaube, es wird sich mittelfristig herausstellen, dass es immer öfter Gerichtsverfahren gibt, ermüdende, teure Gerichtsverfahren. Irgendwann mal werden einige Sachen gesetzlich durchsetzbar sein, und andererseits werden viele beantragte Sonntage nicht durchführbar sein. Wir finden es irrsinnig, dass man das jedes Mal vor Gericht austragen muss. Ich glaube, es wäre klüger, darüber nachzudenken, was unsere Gesellschaft zu welchem Kompromiss wir in der Lage wären. Wir können jetzt bis zu 4 Sonntagen öffnen. Wir haben deshalb den Vorschlag gemacht, wir reduzieren diese Anzahl auf 3. Und wir haben eine Methode vorgeschlagen, wie die Menschen vor Ort in einem Konsens darüber beraten, welchen Sonntag sie sich langfristig aussuchen. Das gäbe Planungssicherheit, das würde Gerichtskosten sparen. Und wie immer das so ist, wenn man einen Kompromissvorschlag macht, dann weiß man, man ist eigentlich auf gutem Wege, wenn man von beiden Seiten Watschen kriegt. Die haben wir gekriegt. Wir haben momentan dafür keine Mehrheit. Aber ich glaube, warten wir noch einmal ein Jahr ab. Warten wir noch mehrere Gerichtsurteile ab. Warten wir ab kleine Gemeinden, die vielleicht wirklich kluge, schöne Feste gehabt hätten, die nicht zustande kommen. Warten wir das alles einmal ab. Ich glaube, so kurzfristig sind wir damit jetzt nicht zum Erfolg gekommen. Da haben Sie recht, Herr Decker. Aber mittelfristig wird es nicht so sein, dass Sie diese beiden Pole, wenn Sie nicht bereit sind, auf Kompromisse einzugehen, dass das immer so weitergehen kann. Das ist die Gefahr eines Kompromissvorschlags, der es in der Regel in sich birgt, dass es erst einmal größere Überzeugungsarbeit bedarf. Da haben wir schon mehrere Beispiele in dieser Gesellschaft, in der Schulpolitik und so weiter. Ich glaube, wir sind da nicht auf so einem völlig falschen Weg. Gut, ich komme zum Schluss. Es bleibt unsere Priorität, so wie es ist. Wenn es keine Kompromissbereitschaft gibt, stehen wir auf der Seite der Verfassung, auf der Seite derer, die beim VGH auch zu Recht ihr Recht eingeklagt haben. Da hat der Kollege Schaus das richtig bewertet. Sie haben dem Verfassungsrang Durchsetzung verschafft. Wenn dem so ist, bleibt es eben alles beim Alten. So ist es. Ich finde, es ist trotzdem aller Mühen und Ehren wert, weiter über Kompromissmöglichkeiten nachzudenken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sicherlich wird uns das Thema Ladenschlusszeiten und Öffnungszeiten und verkaufsoffene Sonntage noch einige Male beschäftigen. Ich habe in der ersten und in der zweiten Lesung zu dem Gesetzentwurf bereits mitgeteilt, dass die Hessische Landesregierung die Evaluation des geltenden Gesetzes im Jahre 2019 vornehmen wird und bis zu diesem Zeitpunkt keinen Änderungsbedarf an dieser Stelle sieht. An diesem Punkt hat sich auch im Hinblick auf die dritte Lesung und die Veränderungen des Gesetzentwurfs nichts geändert. Natürlich, und das haben Sie gerade eben auch an dem Wortbeitrag des Kollegen Bocklet gehört, gibt es intensive Diskussionen über die Fragestellung, in welche Richtungen man auch in Zukunft nachdenken kann. Was aber übrig bleibt an dieser Stelle ist, der Sonntag ist ein gesetzlich geschützter Feiertag, und die Ruhe an dem Sonntag hat höchste Priorität, und sie hat Verfassungsrang. Und an diesem Verfassungsrang werden wir uns auch in Zukunft halten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb muss man zum jetzigen Zeitpunkt auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Regelungen, wenn es zu einem Ausnahmeverhalten oder zu einem Ausnahme kommen wird, sich an die gegebenen gesetzlichen Regelungen halten. Und die sehen ausdrücklich einen Anlassbezug vor,
Das ist die Klimaanlage. Das haben wir ja gestern und vorgestern schon gehört an dieser Stelle. Also ausdrücklich einen Anlassbezug vor. Deswegen ist dieser Sachgrund, der die Ausnahme begründet, ein Grund, der über bloße wirtschaftliche Umsatzinteressen und alltägliche Erwerbsinteressen hinausgehen muss. So ist das. Deswegen will ich an der Stelle, weil Herr Lenders ja noch einmal einige der Urteile angesprochen hat, an dieser Stelle schon noch einmal hingehen. Das 16. Spargel- und Grillfest ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2015, hat nicht das Erfordernis gesehen, dass die Veranstaltung für sich genommen einen starken Besucherstrom auslösen müsse, sondern es muss auch ausgeschlossen werden, dass neben der Ladenöffnung dass nicht die Ladenöffnung den öffentlichen Charakter des Tages maßgeblich prägt. Letzteres war bei der geplanten Ladenöffnung allerdings der Fall. Deswegen ist es auch abzulehnen gewesen. Die Fragestellung der Musikmesse in Frankfurt ist bereits schon einmal deutlich gemacht worden. Die Musikmesse in Frankfurt im Messegelände muss nicht unbedingt zu einer Öffnung in Seckbach in Frankfurt führen, wenn unmittelbar der entsprechende Anlassbezug vorhanden ist. Im Hinblick auf die Fragestellung eines Kinderfestes in Neu-Isenburg hat das Verwaltungsgericht gefragt, auf welcher Grundlage die Prognosen sind. Jetzt zitiere ich: Die IG City e.V. prognostizierte bei schönem Wetter 3.000 Besucher für das Kinderfest in der Bahnhofstraße. Die Betreiberfirma des Isenburg-Zentrums schätzt nach ihrer E-Mail vom gleichen Tag, dass 6.000 Kinder das dortige Kinderfest besuchen und 4.000 Besucher zum Shoppen kommen. Die Frage ist, auf welche Erhebungen oder Feststellungen sich diese Prognosen beruhen, wird nicht mitgeteilt. Aber sie sollten die Entscheidungsgrundlage für einen verkaufsoffenen Sonntag sein. Ich denke, an dieser Stelle ist es schlicht und einfach nicht ausreichend, nur eine solche Behauptung aufzustellen. Die Rechtsprechung hat eben zum Anlassbegriff sehr differenzierte Kriterien entwickelt. Ich habe auch, um entsprechende Rechtssicherheiten noch einmal in einem größeren Maße den Versuch zu unternehmen, dass eine größere Rechtssicherheit vorhanden ist, die Kommunalen Spitzenverbände mit Schreiben vom 20. Mai dieses Jahres Hinweise zum Anlassbegriff sowie zur räumlichen und gegenständlichen Beschränkung der sonn- und feiertäglichen Ladenöffnung zukommen lassen, habe angeboten, dass Kommunen, bevor sie einen entsprechenden Antrag stellen, auch gerne sich mit uns in Verbindung setzen können und wir gerne zu Beratungsgesprächen zur Verfügung stehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kommunen und Gemeinden diese Hinweise und Empfehlungen auch noch nutzen können. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, weil ja das viel zitierte Ladenöffnungsgesetz in Rheinland-Pfalz angeblich keinen Anlassbezug vorsieht, sondern stattdessen eine Anhörung der Beteiligten vorsieht. In einem Urteil vom 20.05.2014 hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einem Urteil einen Sachgrund auch als erforderlich gehalten. Auch hier ist nicht eine reine Öffnungszeit an einer solchen Stelle oder Öffnung möglich. Ein solches Anhörungserfordernis wäre für die hessischen Kommunen im Übrigen ein erheblicher Mehraufwand, würde aber gleichzeitig nicht vor Gerichtsverfahren schützen. Insofern sind wir an dieser Stelle auf einem richtigen Weg. Deswegen sage ich, wir warten ab, dass die Evaluation beginnt. Das ist der richtige Rahmen, das Verfahren zum HALÖG im Jahre 2018. Und dann wird es eine Diskussion über Veränderungen oder notwendige Veränderungen geben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Veränderung nicht notwendig. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen in der Debatte. Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Wer stimmt ihm zu? Das ist die FDP. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Damit ist offensichtlich, dass der Gesetzentwurf keine Mehrheit gefunden hat und damit abgelehnt wurde. Darf ich noch mitteilen, dass an Ihren Plätzen verteilt ist zu Tagesordnungspunkt 51 ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19/3621, zu dem Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsplätze der K- und S-Werke sichern, Drucksache 19/3600.